Herzlich willkommen zurück zur Spark Challenge zu Teil 46, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und machen gleich weiter. Ich war auf dem Weg, ja, woanders hin. Einfach mal was anderes. Kein Leather, kein irgendwas Gelatsche. Endlich hatte ich so auf dem Schirm gehabt, mal in eine Mine zu rennen. Ein bisschen da was abzugrasen. Gold und so ein Kram haben wir eigentlich schon mal ganz, ja, würde ich sagen, genug. Wir haben die Möhren, die wir brauchen. Wir haben die Äpfel, die wir brauchen, die goldenen. All gut, all schön. Zum Pferdezüchten haben wir alle da. Natürlich nicht mitgenommen dazu, aber gut. Erstmal ja. Wir müssen jetzt einfach mal einen Dschungel finden, für einen Dschungeltempel oder eine Wüste und eine Pyramide zu finden. Brauchen noch einen Dungeon, brauchen wir noch. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Also jede Menge noch. Aber Fakt ist, irgendwie rundrum im Umkreis, ich habe ziemlich viel von diesem Scheiß, ich mach dich langsam Biom. Sumpf oder irgendwas, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie in Treibsand falle, aber die Sonne geht unter und wir haben ja vorausschauenderweise ein Bettchen mitgenommen. Und was er sich jetzt, ich muss gerade sagen, nicht schlafen legen will. Ich werde husten hier. Zack, Sonne geht auf. Bett nehmen wir mit. Bett nehmen wir mit, hat gesagt. Schicki. So, Baumaterial und weiter jetzt. Beim Sumpf sind irgendwie kaum böse Mobs. Wir sind beim Birkenwald da vor der Tür. Und da stellenweise ja unzählige von den Viechern. Unzählige. Hör auf zu lecken, lauf weiter. Weg außenrum, ich gehe außenrum. Das Gefühl, ich war hier schon mal. Getroffen. Oh. Über das Wasser gesprungen mit Seerosenblatt. Und ich habe getroffen. Ja, natürlich. Zwei Blöcke und ich bin. Ja, egal. Nicht drüber nachdenken. Das für ein Baum. Bist du ein Dschungelbaum? Eine Fichte. Heißt Schnee. Oh, können wir hochloben. Sehr schön. Oh. Nee, das war jetzt doof. Nee, war nicht doof. Da. Sieht ja fast aus, wie ihr wollt. Packel machen, falls wir hier mal wieder vorbeikommen als Orientierung. Sag ja, Fichtenwald, Schnee. Das ist. Hallo Minecraft. Nicht ruckeln. Lauf weiter. Lauf weiter. Ja, Schnee. Hatten wir jetzt auch vor der Tage, die Tage vor der Haustür hier. Also im Real Life. Ich finde das so ätzend. Ich persönlich mag überhaupt keinen Schnee. Das ganze Jahr über 21 Grad und ein laut Lüftchen. Das ist meine Devise. Wo lässt sich's arbeiten? Ah, oh, Schnee. Nee. Das Frieren ist einfach nur ätzend. Ich bin bestimmt keine Frostbeule, aber meine. Wenn ihr von plus 2 Grad mit einmal auf minus 13 Grad hier runtergeschmissen wirst, ey, das ist einfach nur zum Heulen. Ist einfach nicht mein Wetter. Wird es auch nie sein. Als Kind schon nicht. Andere haben sich gefreut, wenn sie
rutschen, hier Skifahren konnten oder Schlittschuh fahren konnten. Mir war es einfach nur zu blöd. Aber so ist jeder anders. Sollen ja andere ihren Spaß haben. Ich hatte ihn nicht. Gib mal da hinten Kürbisse ohne Ende. Da habe ich hier anfangs nach Kürbissen gesucht. Und jetzt kann ich mir ja aussuchen, in welchen Wald ich gehe. Auch nicht schlecht. So, und weil es so schön war, fällt mir gerade auf, ich habe den Timer wieder nicht gestellt. Perfekt. Ob ich es jemals lernen werde? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, ich gehe nur geradeaus. Es muss ja mal irgendwann was kommen. Oder ich mache es wie Spark und renne durchs Nether und baue mir ein neues Portal. Aber nee. Erstens aus dem Grund nicht, weil es Spark schon gemacht hat. Will es nicht so als ich mache ihm alles nach dastehen lassen oder aussehen lassen. Und zum Zweiten will ich nicht ins Nether. Ich habe keinen Bock auf diese Viecher. Und da ich nicht auf friedlich stellen darf, müsste ich mir echt dieses Elend antun. Hab ich keine Lust zu. Fichtenwald, Fichtenwald. Aber ohne Schnee. Schon mal etwas. Aber hier ist irgendwie ja nichts. Mal ein Schaf, mal ein Schwein. Nicht mal eine Kuh. Und noch mehr Fichtenwald. Okay. Noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Guckt wie ein dummes Schwein. Noch mehr Schweine. Alter Schwede. Hier gibt's Schnitzel ohne Ende. Oh, Flachlandbiom. Die Flatlands. Und die Flatlands ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir finden vielleicht ein Villager-Dorf. Ja, bau mal auf. Ja, bau auf, bau auf. Komm, da fehlt noch was. Sind das Häuser oder sind das Berge? Berge wahrscheinlich, wa? Ich möchte Optifine haben für die 174. Optifine ist toll. Aber ich möchte auch nicht downgraden, ehrlich gesagt. Nicht, dass dann wieder irgendwas anders als ist und irgendwas nicht funktioniert. Das fände ich nämlich blöd. Laufe ich schneller, als er die Gebiete hier rendern kann. Da ist auch nichts. Hier ist wieder zu viel Bürger, da geht weg. So. Was ist das? Ist eckig? Eckig zum Haus, aber ist auch bestimmt wieder Berg. Ja, wie in die Richtung. Glück gehabt. Essen. Okay, Knochen, Fleisch. Zack, weiter im Text. Und wir latschen, latschen, latschen. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Folge, auch wenn es schon 2 Wochen her ist, als ich die aufgenommen habe. Aber das ist, ja, immer noch nervig. So, ein paar Federn mitnehmen hier. Und unterwegs ein paar Pfeile machen. Eigentlich eine gute Idee. Zack. Wunderbar. Ein bisschen Holz mitnehmen. Fällt mir nämlich auch ein. Ich hab ja keinen. Oh, jetzt fängt er wieder an zu spinnen. Der gute Minecraft.
Ist auch wieder nix. Flaches Land. Ist das ein Dschungel? Nee. Nur ein paar Bäumchen hier in der Steppe. Villagerdorf. Und? Ich bin wie weit weg? Ja. Die Hälfte. Na wunderbar. Keine 1000 Blöcke, sondern bloß knappe 500. Na toll. Ja, mal gucken, ob wir da vielleicht auch den Emirate ertauschen können. Oder das wäre ja mal was. Das würde ja heißen, wir hätten mal wieder ein paar Erfolge innerhalb kürzerer Zeit. So, erstmal die Schmiede erstmal aufsuchen. So, Bücher brauchen wir nicht mehr. Das sah eben aus wie. Möhren. Möhren. Blaue Orchidee. Ich will keine blaue Orchidee. Ich wollte eigentlich Kartoffeln gerade haben. Na gut, hat sich gerade erledigt. Kartoffeln. Oh, hier kannst du wieder haben. Jetzt sind die Möhren hier im zweiten, dritten Stadium, war nicht im letzten. Naja, gut, egal. So, Schmiede. Hier ist eine Werkbank drin, hier ist die Tür offen. Warum sind denn eigentlich keine. Doch, ich höre. Da sind sie. Ich wollte schon sagen, keine Villager hier. Ein Haufen Häuser und alles. Kann man hier schön mit Feuerstein, Kohle, denn das Rotten Flesh brauchen wir nicht. So, was willst du denn haben? Du willst. Nee. Du willst Emeralds, du kriegst keine. Nur in Gold. Gold haben wir nicht. Ja, gibt es wieder Pferde da hinten. Das heißt, ich könnte mir mit 500 Blöcken, könnte ich, hey, komm her, die Pferde holen. Auch nicht schlecht. Was willst du haben? Wieder hier bunte Mischung. Komm her, hier. Du willst das haben? Nicht hatten wir gerade. Was willst du hier? Wieso wollen die alle Emeralds? Der nur blöd. Ich will von euch Emeralds haben. Nicht umgekehrt. Gut. Naja, ich würde sagen, weil ich wieder nicht weiß, wie lange die Folge ist, werde ich mich mal ganz fürchterlich hier im Haus verkrümeln. Zu meinem neuen Kumpel gehen. Und werde hier die Folge vorsichtshalber beenden. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.